Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten mittelalterlichen Klopperei in dem Spiel Chivalry 2 und wir starten gleich mit Escape from Fallmire. Escape from Fallmire. So, auf wessen Seite haben wir uns denn? Wir sind auf der Seite der Masons und. Masons, ja, beruhige dich. Wir gucken nochmal kurz. Guck mal, Forward haben wir da fast. Das mit dieser Exekution, sagst du, das ist. Ja, wie. Gut, ist ein sehr witziger Bug, der einfach nie weggehen will. Ignorieren wir den einfach. So. Ups, wieder zu lang gebraucht. Ausweichen. Alles klar, so, also, wir sind die Roten, kämpfen gegen die Blauen. Schauen wir mal. Ein schöner Axtkill. Nein, der ist uns verwehrt. Natürlich auch nicht. Ah, siehst du? Bauerkill. Bauerkill? Bauerkill? Ach, ich habe den Gefangenen erwischt. Ah, okay. Ja, genau das wollte ich ja. Darauf habe ich es abgesehen, ist ja klar, ne? Ist ja logisch. So, das brauche ich. Ich möchte gern. Och Mann, hört auf, alle auszuweichen. Ich hätte mehr Zielwasser trinken sollen. Aber das kennen wir ja. Kann man jemanden Fass abwerfen? Das wäre natürlich auch mal sehr interessant. Ha! In den Kopf. An den Kopf, in den Kopf. Très bien. Gib mir das. Das kriegen wir nochmal hin, hoffe ich. Ja, hat funktioniert, war aber der falsche. Oh, halt, halt, halt. Okay, alle guten Dinge waren also nicht drei gewesen. Okay. Hatte ich nicht gerade geblockt? War wohl nichts mit den Blocken. Treffen wir jetzt auf was? Nein. Nein. Das mit dem Werfen ist halt nicht so. Mit dem Treffen. Mit dem Werfen klappt ja mit dem Treffen. Aua. Wie viel Energie hat der denn noch? Geh weg. Na gut. Armband hat einfach nur bezwungen. Oh, ne, stopp! Fast die eine Leute mit weggebrezelt. Hallo. Achtung, heiß. Kurz mal etwas Verband rumschmieren. Oh, hier denkt jemand mit, das gefällt mir. Ich weiß zwar nicht, warum die Agatha Boys hier ein Schild hingestellt haben, ist auch egal. Auf jeden Fall gut mitgedacht. Ja, es gibt so manche Leute, die spielen richtig. Was passiert hier? Was dachte, macht der denn da? Es gibt manche Leute, die spielen sehr gut mit den Pionieren und bauen richtig gute Barrikaden auf und erschweren das damit dann, Alter, den Gegner. Schickes Messer, schicker Skin. Schick, schick, schick. Genauso wie der halt mit Feuer. Okay. Ja, ich gebe zu, ich habe heute Lack gesoffen. Warum habe ich denn da hinten hingeworfen, ey? Was war denn das? Statt Zielwasser war es Lack. Na, 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 nein, nein, zurück. Aua, 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 nein, aua. Gib mir das, wir brauchen. Genau, wir brauchen etwas davon. Zurück. Zurück. Kann man eigentlich... Okay, cool. Cool, cool, cool. Das fliegende Schwert hatte ich nicht kommen sehen. Sag mal. Wer hat mich denn da jetzt schon wieder getroffen?
schnell weg, bevor ich wieder drauf gehe. So. Wieso habe ich eine Fackel in der Hand? Hä? Okay, cool. Aber ist das neu? Jungs, seid ihr farbenblind? Ihr seid beide rot, ihr Deppen. Ach man. Let's change the weapon. And the class. Nee, aber jetzt, ja, ich war etwas irritiert, wieso habe ich eine Fackel in der Hand gehabt? Wie sie alle immer die Archers bashen, ne? Gehört halt mit zum Spiel mit dazu. Oh, wow. Nimm das. Ups, das war der falsche. Au! Okay, dafür kriegst du ein Lob. Ha! Und der goldene Helm ist ja mal nice. Der da, den Helm meine ich. Entschuldigung. Bin farbblind. Farbenblind im Gefecht. Hallo. Ach, das ist doch nicht dein Sirius. Das ist ein ganz schönes Getummel hier, oder? Schaut gut aus. Ja, ist blöd, dass man das nicht zurückwerfen kann. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt auf die andere Seite auch mit ranstürmen. Au! Ich will den Goldenen erwischen. Gib mir deinen Helm. Also, irgendwie ergibt sich hier gerade nichts Richtiges an der Situation, ne? Was ist da los? So, hier können wir auf jeden Fall schon mal reichlich Punkte mitnehmen. So ein Banner ist immer Gold wert. Das gibt Onmas-Punkte gut platziert. Aha, habt ihr den Po gepiekst? So. Ja, direkt mal hier zwei Pfeile abbekommen. Ich finde, das haben sie echt gut gemacht mit den Pfeilen, dass man sieht, wie die stecken geblieben sind. Das sind so manche Kleinigkeiten, die ich an diesem Spiel wirklich sehr gut finde. Also an Details haben sie auf jeden Fall gedacht. Au. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Speer oder dass die Waffen generell so ein bisschen buggy sind, dass sie irgendwie den Gegner zwar treffen, aber halt keine Hitbox auslösen oder so. Denn gerade bei dem Speer, also es kann natürlich auch nur so ausschauen, aber ich habe so oft das Gefühl, dass ich den Gegner treffe, aber halt, wie gesagt, die Hitbox nicht aktiv wird und ich dadurch halt keine Punkte dafür bekomme, dafür, dass ich ihn getroffen habe. Ihr wisst, was ich meine.
Sollten wir mal zur anderen Seite rüber? Oh, da ist der Golde. Oh, diese... Naja. Bogenschützen alle anderen. Ja, der ist auch schon ein bisschen angekokelt, der Dude. Komisch, dass ich nur auf dieser Seite spawne. Schon wieder ein Pfeil. Och, Alter. Mann, ey. Nee, den wollte ich gar nicht loben. Ach. Aber entschuldigen sollte man sich schon. Das war so ein Schild. Keep the Agathians away from the prisoners. Was für eine Lache. Stellt euch vor, ihr seid in einem dunklen, gruseligen Wald und ihr hört so diese Lache. Alter, Leute, das gibt's doch nicht. Hört doch auf mich. Ich nehme gleich eine andere Waffe. Jedes Mal, wenn ich auf den Gegner einsteche, rutscht einer meiner Leute davor und blockt. Ach Leute, das ist doch nicht koscher, was ihr hier macht. Hier, komm. Nimm mal Javelin. Wie sieht's überhaupt aus? Gruselig wie immer. Hätte ich nicht drauf geguckt, direkt schlechte Laune bekommen. Aber er hat 8 Gegner bezwungen, das ist doch auch mal was. Keine Ahnung, was ich da gerade gesehen hatte. Ja, komm hoch, das irritiert mich, dass du auf dem Boden herumkriechst. Ja, ja, hatte ich gestern auch zum Frühstück. So, ich bin echt farbenblind anscheinend. Das ist doch echt. Das ist doch lächerlich. Immer die eigenen Leute treffen. So, warte mal. Lass mal kurz hier hingehen. Ah, Nase juckt. Genau, like this. Und dann gehen wir hier rauf. Können wir hier rauf? Können wir hier rauf? Hallo? Hallo? Ich möchte gerne hier rauf. Ich häng fest. Super. Nein, eben nicht. Ach, aber wir können doch rauf. Das ist natürlich auch ein super Ziel hier oben, ne? Oh. Ha, ha, ha. Nein. Nein. Knapp daneben, aber nein. Einmal mal blind dahin werfen. Oh, schön. Halt, der ist da aber nicht. Au. Aua! Alter, mach nicht sowas. Ich sag, ich bin echt farben... Ich bin echt farbenblind, ey, das ist so echt lächerlich. Farbenblind auf dem Schlachtfeld. Ey. Kann mich nicht mehr darüber freuen, weil ich so oft daneben geworfen habe. Okay, dann geht die andere Falle also kaputt. Okay, ist auch mal interessant zu wissen. Das Schild ist besser. Komm, ich hol die mal da runter. Geh weg. Okay, wir haben keine Javelins mehr. Gib mir bitte Javelin. Wir brauchen eine Javelin. So, und nun...
Ja, das war sehr dumm. Gib mir den wieder. Gib mir den wieder. Oh Mann. Das war der falsche. Den wollte ich treffen. Achtung. Ah, okay. It's time for a change. So, 14, 5, 11, das sieht schon dezent besser aus, aber auch nur dezent. Geh weg. Zurück. Zählt ihr jetzt als Kill? Ja. Sexy, sexy, sexy. Aua. Ah. Ich dachte, er hätte mir gerade die Waffe aus der Hand getreten. Ha, das ist schlecht. Naja, gut für euch. Die Folge geht ein bisschen weiter. Sie ist also nicht sofort beendet. Na gut, da hätte man auch Folgen dran gesetzt, ne? Klar. So. Also 20, 25 Minuten sollte ja eine Runde auf jeden Fall schon mal gehen. Na, sonst lohnt es sich ja nicht. Yay, wir haben mal getroffen. Uhu. Ups, das war die falsche Waffe. Egal. Ja, das nennt man dann Karma, ne? Ich versuche jemand mit einer Brandbombe in Flammen aufgehen zu lassen und werde selber von der Brandbombe verbrannt. Wo haben wir denn das? Wenn ich das jetzt nehme, schmeißt er die Stange weg. Ja. Oh, das ist doch. Das gibt's doch nicht. Wie kann. Wie viel Talent muss man eigentlich haben, immer die eigenen Leute zu treffen? Das ist doch. Hallo. Siehst du nicht, dass ich unbewaffnet bin? Das waren gerade ein bisschen sehr viele gewesen. Aber ist. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal in einer Folge gehabt, ne? Irgendwie so versteckte Talente. Dass ich öfters meine. Oder dass ich eigentlich. Wenn ich irgendwas werfe, egal ob es ein Stein, ein Bierkrug, ein Schwert ist, dass ich öfters meine Leute treffe als den Gegner. Ja, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und wirf irgendwo hin, dann treffe ich häufig meine eigenen Leute. Es macht so Spaß, Sachen zu werfen, also. Weiß nicht warum, was macht Spaß. Guten Tag. Entschuldigung. Gab es hier nicht noch. Achten wir mal hier diese Lanze. Gibt es aber auch nur in Rot, ne? Kann ich die blaue nehmen? Ich hätte gerne die blaue. Interessant. Muss wohl einer dieser neu modernen farbigen Lanzen sein, wollte ich gerade sagen. Wie hat er denn das gemacht? Ha. Interessant. Das ist ein interessantes Match. Gehen wir mal einen Stein, bitte. So, ich werde wahrscheinlich sicher wieder einen meiner Leute treffen. Oder gar keinen. As a failure. The gate has fallen. Fall back into the keep. Schon durch? Es ging ja schnell. Schnell noch dutzende Steine unterwerfen und hoffen, dass wir noch einen Gegner treffen. Danke. Also wäre ich noch mal die Krönung.
Uah! Geh weg. Dann wollen wir mal das Gefängnis verteidigen. Pong. Masons, Quatsch, Agatha sind Rudeltiere. 18, 8, 16. Seht ihr? Jetzt ist die Entfernung zu weit gewesen, ey. Hurry! Kill Thorn before he escapes! So, diese Javelin ist auch gerade wieder in der Luft verschwunden. Ach, ich bitte dich. Hallo, helf mir mal hoch, dankeschön. Gerade zu viel los, bin verwirrt, weiß nicht, was ich tun soll. Ich mache was Kreatives und wirf wieder meine Waffe. Ach nee, warte, halt. Das ist ja die. Na, komm. Ah, geil. Ich stürm voran und krieg direkt einen ab. Versuchen wir es nochmal mit dem Fass. Ein letztes Mal in dieser Runde. Was soll schon passieren? Schön. Oh, da ist der Goldene wieder. Oh, und der Goldene hat uns platt gemacht. Der konnte aber auch mit seinem Heilandschwert so schnell ausholen. Und... Na gut. Können wir hier irgendwo mal einen Kampf sehen? Danke. Das habe ich jetzt gebraucht, als Ansporn. Also scheinbar bin ich nicht der Einzige. Ach, das war einer. Kann ich sagen, scheinbar bin ich nicht der Einzige, der farbenblind ist hier heute. Peter, schon wieder den eigenen getroffen. Und der blockt natürlich, klar. Das ist schon wieder den eigenen. Das ist doch... Hallo, ich habe die E-Taste gedrückt. Ach. Mann, 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 das ist ja schon echt peinlich hier. Jetzt hat er mir die Waffe aus der Hand geschlagen. Das läuft echt gut, ne? Das läuft richtig, richtig gut, die Aufwärmrunde. Ja, ich sage dir, das läuft richtig, richtig gut. Applaus für uns alle. Ah, 18, 8, 18. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, man könnte besser laufen. Ist ja gut, beruhige dich. Ah, man, haben wir jetzt noch einen bezwungen. Ah, ja, noch 3 Minuten Zeit, den Dude aufzuhalten, ne? Also.
Ja, auch mal ein blindes Huhn. Trifft mal. Unglaublich. Krass, wieder diese Lache gewesen. Ja, die sind alle gegen mich. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Habt ihr gesehen, wie schnell die ausgeholt haben? Fällt ja gar nichts rein. 20 Sekunden. Boah. Gut, dann schauen wir mal ein paar anderen Leuten zu. Und natürlich rennen wir auch wieder durchs Feuer. Also ich mache ja in diesem Spiel... nehme ich aber auch direkt alles mit, ne? Der Gegner macht ganz leicht Druck. Ah, siehst du, der andere regt sich da auch drauf. 17 Sekunden Respawn-Zeit. Ey, sag mal, das gibt's doch nicht. Ja, danke. Das habe ich jetzt noch gebraucht. Na, haben sie auch noch geschafft. Das ist ja schade. Hat der gerade getanzt? Gut. Ja, es ging ja doch 27 Minuten. Ich denke mal, das sollte für die heutige Folge ausreichend Zeit gewesen sein. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Also bis dahin. Habt einen geilen Tag, macht es gut. Ciao.